Hi, hallo, ich bin's Alena. Heute geht es um die Vorratsmenüplanung und die Einkaufsplanung. Ich werde immer wieder ganz verdattert gefragt, wie wir es schaffen, mit weit unter 50 Euro mit einer dreiköpfigen Familie eine Woche zu überleben. Und dazu gibt es bereits schon diverse Videos und auch einen Foodhaul. Den letzten Foodhaul, das war der beste, denn wir haben an unserer Ernährung einiges geändert. Den verlinke ich euch direkt in der Videobeschreibung. Damit ihr einfach merkt, dass wir auch zu 95 bis 99% Bioprodukte kaufen, auch Obst mit dabei haben, etc. pp. Damit wir das Ganze jetzt hier einfach auch abkürzen können, wir essen sehr saisonal. Wir verzichten auf Feinkostprodukte. Wir kaufen auch nicht im Winter irgendwelche Himbeeren oder sonstige Sachen, die nicht in der Saison sind. Wir haben einen Pachtgarten. Dort baue ich, sobald es vom Wetter her immer möglich ist, so viel wie möglich Gemüse an, damit wir das Ganze dann eben auch einfrieren können, einkochen können oder eben auch schon vorbereiten können in Ketchup, also selbst angebaute Tomaten in Ketchup oder auch schon fertig gekochte Spaghetti-Soße, die ich dann einfriere, Zucchinis, Kürbisse etc. Das seht ihr aber gleich. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn euch irgendwelche Infos fehlen, dann lege ich euch sehr ans Herz, dass ihr euch den Foodhaul anguckt, den ich euch direkt in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar direkt verlinke, denn da sind, denke ich, dann alle Fragen geklärt. Was wäre Alena natürlich ohne irgendwelche Listen? Ne? Das Ganze hier verlinke ich euch auch. Das habe ich mir selbst erstellt. Ich habe mir auch einiges laminiert. Die Sachen, die ich noch oder die ich schon laminiert habe, die kann ich jetzt heute noch nicht ausfüllen, denn ich habe keinen wasserlöslichen Stift mehr. Aber darum geht es jetzt dann auch gleich. Also, das ist das Deckblatt. Dann kommen wir hier zu dem schicken Inhaltsverzeichnis, in dem es um die Menüplanung geht und die Vorratsplanung und dann unterm Strich auch ganz zum Schluss um das Thema Einkaufen. Denn ich finde, erst die Planung, dann den Vorrat checken und dann können wir eine Einkaufsliste schreiben, ist für mich die logische Reihenfolge. Ich möchte hier auch niemanden auf die Füße treten, wer mehr Geld braucht in der Woche für eine Person, zwei Personen, was weiß ich, wie viele Personen, ist auch völlig okay, denn jeder ist anders. Und hier in diesem Video geht es nur darum, wie ich es handhabe für unsere Familie. Wir essen auch sehr, ja, ich gehe selber arbeiten, ich habe zwei Etsy-Shops, zwei YouTube-Kanäle, und anderthalb Kinder. Warum ich anderthalb sage, ist, der Kleine ist 5, der wohnt bei uns. Es könnte sein, dass der jetzt zwischendrin mal im Video hier vorbeigeschneit kommt. Der Große ist mittlerweile 19 und wohnt nicht mehr bei uns. Er macht seine Bankkaufmann-Ausbildung beziehungsweise ist dann jetzt im Januar mit seiner mündlichen Prüfung dann auch fertig. Das heißt, wir haben es immer unterschiedlich. Aber selbst wenn der Große da ist, brauchen wir nicht mehr als 50 Euro. Und da ist von Frühstück bis Abendessen über Snacks, über Joghurt alles dabei. So, fangen wir also an. Menüplanung, Inhaltsverzeichnis. Dann haben wir hier zur Menüplanung diverse Tipps und Tricks, die ich bei meiner Menüplanung beherzige. Das hier wird mein Dauermenüplan. Der ist jetzt bereits schon einlaminiert und von der Einkaufsliste abgetrennt. Es sind einige Vorlagen eben drin, die sehen dann so aus. Das heißt, der Menüplan und die Einkaufsliste gleich daneben, wo man sich dann ankreuzen kann, was man alles braucht und dann noch dazu schreiben kann, was einem alles fehlt. Eingeteilt nach Gemüse, Obst, Milchprodukte, Fleisch, Getreideprodukte, Vorrat und auch Getränke. Wir trinken Leitungswasser. Bin ich ganz offen, bin ich ganz ehrlich, wenn wir mal Lust auf was anderes haben wie Leitungswasser, trinken wir entweder mal ein Glas Milch. Das ist dann auch Biomilch. Und ja, ansonsten machen wir uns einfach Tee, auch Pfefferminze und Salbei und solche Geschichten habe ich im Garten angepflanzt. Die ernte ich dann immer ab, trockne sie und die helfen uns dann so als kalter Tee oder auch als warmer Tee dann eben über den Winter, wenn wir mal auf was anderes Lust haben als Wasser. Okay, das ist also mein Menüplan, der kommt dann an mein Board in der Küche. Es gibt noch diverse weitere Menüpläne in verschiedenen Ausführungen für den Fall, dass man es sich jetzt eben nicht
einfolieren möchte, also einlaminieren möchte, so wie ich. Das Ganze ist ein digitaler Download. Das heißt, da sind diverse Menüplanungslisten dabei und auch noch andere. Ja, immer mal zu jedem Thema eine freie Seite für eigene Notizen oder was einem so auffällt. Es gibt auch noch andere Menüpläne in diesem Set für morgens, mittags und abends. Morgens ist es eigentlich so, die Jungs essen Toast. Auch bei Toast achten wir darauf, dass es eben Vollkornprodukte sind, genauso wie bei Nudeln. Denn Vollkornprodukte machen länger satt, machen auch schneller satt und sind gesünder. Ich denke mal, das wissen wir, denke ich, jetzt alle. Morgens frühstücke ich zum Beispiel selten. Wenn ich aber frühstücke, dann nehme ich tatsächlich Porridge, was ich mir selber mache, mit Haferflocken, mit Obst, was wir da haben. Und ganz normaler Milch, Biomilch natürlich. Wir brauchen aber immer nur hier diesen kleinen Menüplan. Drum, ne? Kann ja auch sein, dass ihr was anderes braucht. So, ich habe jetzt mal die Belichtung runtergestellt, denn es war sehr hell irgendwie gerade. Jetzt denke ich, seht ihr besser. Es gibt in dem ganzen Set auch Rezeptkarten in verschiedenen Designs. Ich nutze also einmal in groß, wenn es was Längeres ist, oder in klein und kurz. Da ich selber 35 Stunden die Woche arbeiten gehe, lege ich persönlich Wert darauf, dass es schnelle und einfache Rezepte sind. Zum Beispiel Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Ei. Solche Sachen, also die wirklich auch sehr schnell gehen. Oder aber ich handhabe es wirklich so, dass ich sage, ich koche Spaghetti gleich in so einer großen Menge, dass es uns für zwei Abendessen reicht. Plus noch zum Mittagessen für meinen Mann und mich auf die Arbeit. Dann geht das Ganze weiter mit dem Vorrat. Auch hier gibt es wieder Tipps und Tricks, ist klar. Es sind einfach Sachen, die für mich sehr wichtig sind. Vielleicht helfen sie dir aber auch weiter. Wie man einen Kühlschrank richtig einräumt und so weiter, das hatten wir auch schon ein- oder zweimal auf meinem YouTube-Kanal. Ich renne hier jetzt so ein bisschen durch. Ja, dass es einfach schneller geht, sonst wird das Video heute endlos. Ich habe hier nochmal Vorratstipps und Tricks. Es gibt Dinge, ne? Manchmal kann man es nicht oft, beziehungsweise noch mehr Sachen genug haben. Jetzt kommen wir zu den Vorratslisten. Auch die möchte ich mir einlaminieren, beziehungsweise habe ich mir hier hinten schon einlaminiert, damit ich nicht immer so viel Papier produziere, was ich dann danach wegwerfen muss, sondern dass ich einfach was habe. Wenn ich es aufgebraucht habe, kann ich es dann einfach abwischen und neu besorgen. Dann kommt es auf die Einkaufsliste. So, an Eingemachten, das sind Dinge, die wir selber eingemacht haben oder die auch meine Schwiegereltern eingemacht haben. Wir tauschen nämlich immer so ein bisschen hin und her. Was bei uns gut wächst, wächst bei ihnen weniger gut und andersrum. Und so kann man immer wieder tauschen. Ich habe dann auch wirklich unseren Dosenvorrat aufgelistet, den wir haben, also jetzt keine Sachen, die wir selbst eingekocht oder eingemacht haben und auch nicht meine Schwiegereltern, sondern die wir gekauft haben. Dann Frisches, also Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbisse, Paprika und Rosenkohl. Kartoffeln, Zwiebeln und Kürbis sind bei uns aus dem eigenen Garten. Paprika ist bio gekauft, Rosenkohl ist auch bio gekauft. Überall, wo Garten dahinter steht, hier ist es noch der Vorrat aus unserem eigenen Garten. Brauche ich somit nicht kaufen, solange ich es noch da habe. Wichtig ist für mich auch bei der Menü- und Einkaufsplanung eben zu wissen, was habe ich da, was muss ich wirklich kaufen, damit ich nicht unnütz Geld ausgebe oder Geld ausgebe für Dinge, die wir eigentlich da haben, die ja, aber dann unterm Strich vergammeln und dann zum Wegschmeißen sind, und das möchte ich eben einfach nicht. Dann habe ich hier unseren Trockenvorrat aufgeschrieben, Linsen, Nudeln, also Vollkornnudeln, Spaghetti auch in der Vollkornvariante und Reis, ganz normalen weißen Reis, denn den Naturreis, ja, da kriegen wir Magenschmerzen von. Das ist bei uns leider so. Das heißt, ich nehme deswegen den ganz normalen weißen Reis. Wenn wir ihn aber vertragen würden, den Naturreis, dann ist der natürlich immer besser. Aus der Bio-Trocken-Reihe habe ich zum Beispiel noch Falafel da, Gemüseburger, Grünkörnburger und rote Linsenburger. Diese Sachen hole ich immer in der Drogerie. Genauso wie die Vollkorn. Nudeln. Das hat einfach den Hintergrund, in der Drogerie ist das Ganze günstiger als bei uns bei Aldi. Wenn ich bei Aldi Vollkornnudeln kaufen möchte, zahle ich für 250 Gramm bei Aldi zum Beispiel genauso viel, beziehungsweise ja, genauso viel, wie wenn ich bei Rossmann oder bei DM 500 Gramm Vollkornnudeln kaufen würde. Da macht sich auch bei Bioprodukten und Vollkornprodukten wirklich der Preisvergleich, wirklich, der lohnt sich.
Vor allem hole ich es dann auch sehr, sehr gerne bei Rossmann, denn ich habe die Rossmann-App und kaufe dann immer ein bisschen mehr, gerade an Vollkornprodukten, wenn ich zum Beispiel einen Gutschein habe oder auch einen 10% Gutschein habe. Das heißt, es kann auch wirklich mal sein, dass ich habe jetzt zum Beispiel zum Nikolaus einen 30 Euro Geschenkgutschein gekriegt von Rossmann. Bedeutet, ich werde Linsen, Nudeln und Spaghetti kaufen bei Rossmann und im Wert von 30 Euro. Heißt dann, ich koche verschiedene Gerichte aus diesen Dingen, denn auch diese Sachen, ne, gerade Nudeln, sind nicht endlos haltbar. Kann dann fertige Gerichte kochen und dann die fertigen Gerichte portionsweise einfrieren, um es dann mal, wenn es besonders schnell gehen muss, aufzutauen. An Obst und Gemüse haben wir an Frischobst aktuell, das variiert immer nach der Saison, da kommen wir dann auch gleich hin, oder nach der Saison, Mandarinen, Orangen, Äpfel, Bananen, Zitronen. Gut, Bananen, ne, sind jetzt aktuell gerade nicht in der Saison, essen wir aber trotzdem gerne, trotzdem achten wir dann darauf, dass es bio ist. Bei unserer Frühstückskategorie haben wir Haferflocken, Gelee und Marmelade selbst angekocht. Da haben wir noch 10 Zuhegläser und ein offenes. Müsli, Cornflakes, mein Mann seinen Aufstrich, Agavendicksaft, den ich sehr gerne nutze für mein Porridge, und eine offene Honigpackung. Das Ganze geht dann natürlich nochmal weiter, dann in der eingeschweißten Version. Dann kommen wir jetzt mal zu den gefrorenen Vorräten, was wie lang haltbar ist und was man beachten muss, wenn man gewisse Dinge einfriert. Dann gehen wir doch mal in die Gemüseabteilung. Und auch hier gibt es bereits schon wieder ein fertig einlaminiertes Exemplar für mich, aber der wasserlösliche Stift fehlt noch. Das sind alles Sachen, die bei uns eingefroren im Tiefkühler in der Abstellkammer liegen. Hier hinten ist die Menge, die ich habe. Das ist alles aus unserem Garten, komplett im Set. Und das ist jetzt noch das, was wir jetzt hier, ich nehme das Video jetzt Mitte Dezember auf, ihr seht es Anfang Januar, das ist jetzt das, was wir aktuell noch im Tiefkühler haben. Bis ihr das Video seht, wird sich natürlich einiges daraus gegessen haben. Wir haben noch Schnitzel eingefroren und Putenfleisch eingefroren, nicht aus unserem Garten, versteht sich, denn wir schlachten nicht selbst. Wir wohnen auch in einer Mietwohnung. Fertige Gerichte habe ich bereits 3 Packungen mit Zucchini-Cremesuppe, Pizza, also Zucchini-Cremesuppe aus dem Zucchinis aus dem eigenen Garten zur Cremesuppe schon fertig verwurstelt. Wir haben noch ganz normale Pizza, wir haben noch Nudelauflauf, den ich schon mal vorgekocht hatte, den ich dann eingefroren habe. Das heißt, ich muss ihn dann mal abends, ne, nur in den Ofen packen, bevor, wenn ich ihn dann aufgetaut habe. Wir haben noch ein paar Frühlingsrollen, also 2 Packungen mit Frühlingsrollen, einmal Krautrouladen schon fertig und Rinderrouladen. Kräuter und Snacks haben wir jetzt hier in dieser Kategorie keine. Blätterteig haben wir noch einmal eingefroren, Baguettes, Toast, Brot, Vollkorntoast, Vollkornbrot und natürlich auch noch 3-mal geriebenen Käse aus der Bio-Variante, denn Reibekäse, wenn man ihn einfriert, den kann man trotzdem noch super portionieren und er hält sich wirklich sehr, sehr lange. So, hier hinten ist mein Saisonkalender. Der ist unterteilt von Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Juli, August, September, natürlich schon wieder foliert, Oktober, November, Dezember. Denn das neben den ganzen Vorräten ist meine Grundlage für meine Menüplanung. Denn ohne die würde es mir nicht möglich sein, wirklich Geld sparen zu können. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir weder Feinkost besorgen möchten, weil das mal unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach nicht... wir essen es erstens nicht und zweitens bin ich jetzt auch kein Fan davon, irgendwelche Himbeeren zu kaufen im Dezember und im Januar. Und wenn wir hier mal drauf gucken, Himbeeren haben nun mal keine Saison. Wenn ich Himbeeren im Dezember oder im Januar essen möchte, wir haben Himbeeren im Garten wachsen. Die überleben nur leider nicht so lange, denn die essen wir immer gleich direkt frisch. Also wir essen sehr saisonal, immer nach der Saison ausgerichtet, was denn so die Natur dann uns eben bietet, auch im heimischen Garten. Und wenn ich da jetzt Himbeeren haben möchte, ich habe schon ein paar mehr Stöcke angepflanzt oder ein paar mehr Büsche, Himbeerbüsche besser gesagt, dann können wir uns demnächst auch welche einfrieren. So, fangen wir doch jetzt einfach mal an mit der Menüplanung. Gehen wir mal davon aus, ich möchte am Montag Spaghetti essen. Dann muss ich das erstmal natürlich schreiben. Heißt Vollkornspaghetti mit dementsprechender Soße. Also und Soße.
Bei beiden wissen wir nun aus dem ganzen Vorratspamphlet, wir haben Spaghetti-Nudeln und Soße en masse da. Und wir hätten sogar noch Reibekäse hier, um zu sagen, wir toppen oder wir möchten noch sogar Käse drüber haben. Jetzt habe ich folgende Möglichkeit. Entweder ich überlege mir für den Dienstag ein weiteres Gericht oder aber ich sage, ich koche, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, Spaghetti und die Spaghetti-Soße dazu aus unserem Vorrat so viel, dass ich es auch am Dienstag noch essen könnte, am Abend mit der Familie. Oder man könnte den Rest dann einfrieren für Mittagessen mal schnell auf der Arbeit etc. Bei uns bleibt eigentlich abends, selbst wenn wir gegessen haben und uns noch was für die Arbeit zur Seite gelegt haben, dann, also fürs Mittagessen auf der Arbeit, selbst dann bleibt immer noch was über und dann wird der Rest eingefroren. Egal wie groß, egal wie klein. Es kann dann nämlich auch einfach mal sein, dass es dann einen Restetag gibt. Das heißt, ich nehme 4, 5 verschiedene Gerichte einfach aus der Tiefkühltruhe raus. Wenn es kleinere Portionen sind, tau die auf, mach sie warm und dann kann hier jeder essen, worauf er Lust hat. Und wenn wir 4, 5 verschiedene Gerichte essen, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. So, wir sagen jetzt aber mal Spaghetti und Soße. Dann habe ich mir überlegt, möchten wir am Mittwoch, ich lasse jetzt bewusst erstmal den Dienstag aus, am Mittwoch möchte ich Gnocchi und Tomatenauflauf machen, der dann im Ofen überbacken wird mit Käse. Das lasse ich hier wieder erstmal frei, weil ich mir da noch Gedanken machen muss, was wir denn gerne essen möchten. Am Samstag haben wir unseren Kinoabend. Den haben wir jetzt allerdings erst seit November. Aus der Zeit, wo der Menüplan bzw. der Food Hall direkt in der Videobeschreibung verlinkt ist, da hatten wir diesen noch nicht. Das heißt, hier am Kinoabend wird dann eben Pizza bestellt und mein Mann bestellt sich eine Pizza, ich bestelle mir eine Portion überbackene Nudeln und unser Kleinster isst bei uns mit. Und selbst mit dem Pizzaabend können wir unsere Kosten von 50 Euro pro Woche locker halten. Sonntags sind wir immer zum Essen bei den Schwiegereltern eingeladen. Das hat einfach den Hintergrund, da Liam der einzigste Enkel ist, sind wir hier immer zum Mittagessen eingeladen und ja, das entlastet unsere Haushaltskasse sehr. Selbst wenn wir mal einen Tag aussetzen bei den Schwiegereltern, weil irgendwas dazwischen kommt, können wir dann immer hier noch einen Resteabend machen. Jetzt geht es dann natürlich darum, dass ich zum Beispiel, wenn ich meinem Mann jetzt 4 Tage oder 5 Tage nur vegetarisch vor die Nase setze, dann streikt er irgendwann. Bedeutet, am Dienstag gibt es Putenfleisch, das wissen wir jetzt auch, dass wir es noch aus der Tiefkühltruhe haben und Brokkoli, Blumenkohl. Brokkoli und Blumenkohl habe ich beides noch einmal in der Tiefkühltruhe liegen, muss ich somit nicht kaufen und dazu gibt es Kartoffeln. So, jetzt weiß ich aber, dass ich hier zum Beispiel für die Spaghetti, für die Gnocchi, fürs Putenfleisch etc. Sahne brauche. Denn ich mache meine Soßen immer alle ganz, ganz gerne mit Sahne. Also weiß ich ganz genau, hier unter Milchprodukte zum Beispiel schreibe ich mir 4 Packungen Sahne schon direkt dahinter, damit ich es nicht verpenne, dass ich Sahne einkaufen muss. So, am Donnerstag werden wir dann... Was haben wir denn noch? Am Donnerstag werden wir die Zucchini-Cremesuppe essen. Und dazu gibt es Salat und ein Baguette. So, Baguette habe ich eingefroren, Zucchini-Cremesuppe muss ich nur noch auftauen und warm machen. Wunderbar, das heißt, ich brauche aber hier eine Gurke, ich brauche Tomaten, ich brauche einen Salatkopf. Das sind die Dinge, die ich mir dann hier schon direkt markiere. Jetzt bin ich echt darüber überlegen, was wir am Freitag essen. Ich denke mal, es wird wieder einfach Fleisch werden. Denn, ja, ne? Auch ich habe einen Mann zu Hause oder Männer zu Hause. Und dann würde ich sagen, machen wir am Freitag aus unserer Tiefkühltruhe nämlich einfach Schnitzel und Pommes. Pommes habe ich keine da. Die mache ich selber aus den Kartoffeln, die wir noch da haben. Und
mache dann dazu auch nochmal Salat. Aus dem ganz einfachen Grund, ein Salatkopf ist so groß, dass wir den bei einem nicht, also bei einem einzigen Abend nicht verwurschtelt bekommen würden. Bedeutet, damit mir das Ganze nicht schlecht wird, weiß ich ganz genau, dass ich am Freitagabend auch nochmal Salat dazu machen werde. So, dann haben wir hier schon einmal unsere Woche oder unseren sehr einfachen, sehr lockeren Menüplan für eine Woche durchformuliert. Dann können wir uns jetzt der Einkaufsliste widmen. Bei den Tomaten mache ich mir noch einen zweiten Strich hin. Heißt, ich brauche mehr Tomaten, denn unser Kleinster und auch wir essen nicht nur gerne Salat, sondern wir snacken auch zwischendrin ganz gerne. Bedeutet, ich brauche die doppelte Menge an Tomaten auch als Snack. Kartoffeln brauche ich nicht, habe ich noch da. Zwiebeln brauche ich nicht, habe ich noch da. Zucchini haben wir eingefroren in Soße und auch noch im Normalen. Wir möchten aber bitte wieder Bananen und wir möchten auch Äpfel. Weintrauben kaufen wir nicht, denn sie haben jetzt keine Saison. So, gucken wir doch mal weiter. Was hätten wir hier noch so an, an Gemüse im Dezember? Der Punkt ist, ich nehme mir auch immer ganz gerne diese Saisonkalender mit, wenn ich einkaufen gehe, beziehungsweise wenn ich weiß, ich gehe dann einkaufen, das hat ja mein Mann gemacht, jetzt sind wir aber wieder zu Hause, ne? Quarantäne sei Dank, heißt, ich fotografiere es ab und gehe dann einkaufen, wenn mein Mann zu Hause ist. Dann habe ich es immer dabei. Und wenn ich jetzt dann Rosenkohl im Angebot kriege, dann nehme ich mir 2 Netze Rosenkohl mit und friere mir den ein. Weil ich A, durch meine Menüplanung mir Vorräte einfach aus meiner Tiefkühltruhe und meinem Vorratsschrank rausgenommen habe, wo ich aber weiß, ich möchte wieder auffüllen. Wenn ich jetzt aber Rosenkohl im Angebot kriege, dann nehme ich ihn einfach gleich doppelt nochmal mit, damit ich ihn einfrieren kann. Für die nächste Woche, für übernächste Woche, für wann auch immer. Denn Rosenkohl hält sich circa, wenn er schon vorblanchiert ist, hält er sich ungefähr, jetzt lasst mich lügen, ich gucke mal kurz auf meine schicke Liste, circa 6 bis 12 Monate. So, in der Tiefkühltruhe. Weiter geht's. Orangen und Mandarinen werde ich auch wieder mitnehmen, wenn ich sie im Angebot erhalte. Käse nehmen wir mit. Das bedeutet, ne, was ich jetzt hier ankreuze, wird zuerst in der Bio-Variante gekauft. Ist es im Bio bereits vergriffen, bleibt mir entweder die Qual der Wahl, ob ich zum nächsten Einkaufsladen fahre und es dort in der Bio-Qualität hole oder ob ich sage, der Weg rentiert sich jetzt nicht, was aber eigentlich sich immer rentiert, gerade wenn es um Bio-Sachen geht, ne? Dann lohnt es sich einfach. Wir werden auch wieder Joghurt brauchen. Hier mache ich mir einen Strich hin und ich schreibe jetzt nicht die Anzahl dahinter, da ich gucken möchte, welcher ist denn jetzt gerade aktuell im Angebot, welcher ist verfügbar und welcher ist Bio. Milch müssten wir auch wieder welche mitnehmen und zwar 2 Packungen. Das ist das, was wir so in der Woche circa verbrauchen. Ich für mein Porridge, wenn Liam mal ein Glas Milch trinken möchte oder wir. Oder wenn ich in meinen Kaffee die Milch brauche. In Bio-Qualität natürlich. Quark und Butter brauchen wir nicht. Wir haben noch Margarine da. Aufschnitt brauchen wir auch nicht. Fleisch muss ich auch nicht kaufen, denn wir haben noch was eingefroren, was ich für diese Woche hier einfach brauche. Würstchen, ja. Hier schreibe ich 2 hin. Das werden Putenwürstchen aus der Metzgerei werden. Also solche, in Anführungszeichen, Wiener Würstchen, also Putenwürstchen. Denn Liam snackt auch die sehr gerne. Schinken brauche ich nicht, Grillfleisch brauche ich nicht, Schnitzel brauche ich nicht, denn das haben wir noch eingefroren. Brot brauche ich auch nicht. Wenn ich welches bräuchte, würde ich es kaufen. Wir haben aber noch was tiefgefroren. Das heißt, ich kann mir hier schon wieder Geld sparen. Und dann, wenn ich das letzte Brot aus dem Tiefkühler entnommen habe, dann mache ich mir bei dem Einkaufszettel einfach einen Strich hin. Toast, ja, bitte brauchen wir. Brötchen brauchen wir nicht. Wenn wir mal Lust haben, am Samstag in der Früh Brötchen zu frühstücken, gehen auch wir ganz normal zum Bäcker. Knäckebrot nicht, Zwieback nicht, Kuchen nicht. Kuchen könnten wir selber backen.
Und ich weiß zum Beispiel, dass ich noch im Vorratsschrank bei den Falafeln und bei den ganzen Gemüseburgern in den verschiedenen Versionen noch eine Bio-Backmischung mal gekriegt habe. Also die habe ich zugeschickt bekommen von Etipetete. Die war in der Snackbox drin. Da könnte ich sogar einmal Brot backen. Wunderbar, spare ich es mir gleich noch eine Woche weiter. Eier brauchen wir auch nicht. Zucker kaufen wir nur noch den Rohrohrzucker aus der Drogerie. Und selbst den brauche ich nicht. Reis möchte ich mir in der Drogerie wieder mitnehmen, weil ich weiß, der ist fast alle. Nudeln, ja. Spaghetti. Und das war's. Also Reis und Nudeln hole ich. Reis und Spaghetti hole ich in der Drogerie. Da mache ich mir mal ganz dezent ein D dahinter, dann weiß ich nämlich Bescheid. Müsli, Marmelade, Honig brauchen wir nicht, haben wir noch. Kaffee brauchen wir, Tee, Wasser, Espresso-Saft und Wasserkartusche brauchen wir auch alles nicht. So, jetzt haben wir das schon mal, was hier auf dem Zettel steht, haben wir schon mal aufgeschrieben. Jetzt geht es natürlich weiter. Ich möchte Gnocchi essen oder ja, Gnocchi. Ich denke mal, man spricht das so aus. Wir hatten das beim letzten Food Haul schon. Auf alle Fälle, jetzt kommen die Gnocchi. Und die schreibe ich mir persönlich. Ja, wo schreibe ich sie denn einfach hin? Ja, mein Schatz, was ist denn? Kann ich etwas trinken? Natürlich, soll ich dir schnell was machen? Ja. Na klar, komm mit. So, jetzt sind wir wieder da. Das hier, wie gesagt, Reis und Spaghetti in der Vollkornvariante, beziehungsweise den weißen Reis. Und die Spaghetti in der Vollkornvariante, die hole ich in der Drogerie, alles andere hole auch ich, ganz normal bei Aldi in der Bio-Qualität. Gnocchi, ich bin ganz ehrlich, auch die hole ich aus dem Kühlfach, denn ich kann keine Gnocchi selber machen. So viel Zeit habe ich am Abend nicht. Das ist jetzt ein Einkaufszettel für eine Woche. Ich bin mir sicher, ich habe wieder irgendwas vergessen. Und aber eigentlich habe ich nichts vergessen. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich nichts vergessen habe. Denn bevor wir jetzt irgendwie groß noch zur Schokolade greifen, bin ich ehrlich, nehmen wir lieber Obst und Gemüse. Davon kaufe ich dann eben hier anstatt nur ein Netz Bio-Äpfel eben zwei. Das ist, muss ich jetzt für mich hier aber persönlich nicht ankreuzen, denn ich weiß ganz genau, wenn ich im Laden stehe, ich brauche Äpfel auch als Snack. So, das ist der Einkaufszettel für eine Woche. Das ist mein Menüplan für eine Woche. Und wie gesagt, selbst wenn wir jetzt die Pizza am Wochenende, also die eine Pizza und das Nudelgericht mit 10 Euro da reinrechnen, wir haben einen sehr günstigen Lieferservice, dann komme ich auch hier mit dem Einkaufszettel nicht über 50 Euro. Und da bin ich sehr stolz drauf, obwohl wir relativ gesund essen. Ich meine Fleisch, naja, ne? Wir wissen es alle, aber jeder soll halt einfach so essen, wie es möchte. Was es bei diesem Set auch noch gibt, das ist eine vegane Einkaufsliste und die habe ich mir jetzt hier, glaube ich, nicht mit ausgedruckt. Ich habe auch nur das ausgedruckt, was wir effektiv nutzen. Das ist ein 40-teiliges Set mit veganer Einkaufsliste, also wo drauf steht, was man alles als Veganer essen kann. Ich versuche, so gut wie möglich auf Fleisch zu verzichten. Klappt halt mit einem Mann, ne? Nicht immer. Aber soweit es eben möglich ist, mache ich das eben auch ganz gerne. Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, der Gnocchi-Tomatenauflauf oder die Zucchini-Cremesuppe mit dem Salat und dem Baguette ist uns einfach zu wenig, dann habe ich immer noch einen Kürbis hier, einen Hokkaido-Kürbis, den ich in Spalten schneiden kann und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer schnell in den Ofen schmeißen kann. Und der schmeckt super lecker, diese Kürbisspalten, einfach nur mit Salz, Pfeffer und Olivenöl. Dreiviertel Stunde bei 180 Grad und das Ding ist butterweich. Und selbst dann hätten wir hier immer noch was, was ich dazu machen kann. Alles, was diese Woche an Resten überbleibt, bis auf das Fleisch natürlich. Wenn das einmal gekocht ist, friere ich es nicht mehr ein. Das ist mir dann zu heikel. Aber alles, was übrig bleiben würde, nimmt sich dann einer von uns mit auf die Arbeit. Ich jetzt nicht, ne? Denn ich bin zu Hause in Kinderbetreuungszeit, wie wir eben festgestellt haben. Mein Mann ist aber systemrelevant, bedeutet, er nimmt sich das dann einfach mit. Oder aber es hätte jemand von uns am anderen Abend dann einfach gegessen oder wir hätten es so lange in den Kühlschrank gelegt, bis wir Samstag oder Sonntag dann Resteabend gemacht hätten. So, ich hoffe, ich konnte euch das jetzt
erklären, warum wir in der Woche so wenig Geld brauchen. Für uns funktioniert das System so sehr gut. Wenn für dich ein anderes super funktioniert, dann super, klasse, you do you. Wir machen unseres, ne? Wir wissen es alle, so ist es eben. Und genau, wir werden auf alle Fälle dann demnächst nochmal mit dieser Menüplanung oder dem etwas weiteren demnächst nochmal mit der Menüplanung spielen und dann auch direkt noch einen Foodhaul mit dran zaubern und sowas. Das gucke ich dann aber, wie es einfach von der Zeit her passt bei uns. Und richtig, dann würde ich sagen, beende ich mal dieses viel zu lange Video schon wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.